Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch drei Produkte von Cooktech vor. Also ich nenne es jetzt mal Cooktech, weil Kacktech ist ein bisschen schwierig. Ich schaue natürlich auch gerne anderen beim Bumsen meiner Frau zu, aber ja, machen wir jetzt eher mal nicht. Ich bin großer Fan von den Powerbanks von Chargeek zum Beispiel. Die benutze ich auch regelmäßig. Deswegen habe ich auch nicht eine Sekunde nachgedacht, ob ich nicht hier ja, diese Kooperation annehme, weil die gefallen mir sehr gut. Die gibt es auf Amazon. Links in der Beschreibung, das sind hier die Preise, also 110 Öcken für die im Moment, für die 74 und für die hier, für das Ladegerät 31. Ja, die haben auch alle ein paar Rabattaktionen etc. Links sind in der Beschreibung. Da findet ihr auch alle Informationen und Produkteigenschaften, die nicht angesprochen werden in diesem Video. Ja, den Link zu meinem eigenen Messer findet ihr dort auch. Und wir fangen jetzt einfach mal an hier mit dem einfachsten Produkt. Boah, fassen uns aber auch relativ kurz hier. Dem Charger. Ja, 65 Watt Charger ist das. Okay. Mit drei Ausgängen, das ist auf jeden Fall praktisch. Ich habe jetzt momentan einen mit drei Ausgängen. Der hat zweimal USB-C und einmal normales USB. Und der ist aber viel größer. Den kann ich mal kurz herholen. Ja, hier. Den verwende ich momentan. Ich glaube von Icy oder wie die Firma heißt. 40, keine Ahnung. Und der hier ist ja um einiges kleiner. Was hat denn der? 65 Watt, der hat glaube ich 140 insgesamt maximal. Aber da ist ja schon mal hier die Größe ganz anders. Also mir ist jetzt auch eine Gebrauchsspur, den habe ich immer in Aktion. Okay, dieselben Anschlüsse. Naja, das ist auf jeden Fall cool. In der Größe drei Ausgänge zu haben, 65 Watt reicht eigentlich auch aus. Also, ja, was heißt reicht eigentlich aus? Reicht durchaus aus. Das ist aber auf jeden Fall nett. Also, in der Größe hatte ich jetzt bisher noch nicht diese Power mit drei Ausgängen. Das finde ich schon mal nice. Wir haben ja aber Plastik, wo es ein bisschen wie Alu aussieht. Ich hoffe, die Powerbank ist Alu, weil, ja, das sah auf jeden Fall auf den Grafiken so aus. Jo, okay. Das ist jetzt sonst nichts Besonderes. Hier haben wir für 31 irgendein Ladegerät. Das auf jeden Fall von den Features und von der Größe sehr nice ist. Ja, qualitativ wirkt jetzt relativ simpel, aber auch nicht billig. Also nicht falsch verstehen, aber auch jetzt nicht irgendwie krass. Ist ein bisschen scharfkantig. Deswegen ja, wirkt es für mich jetzt eher wie so ein Produkt um die 20 maximal. So, ey, wirklich der Preis, den ich ansetzen würde, wenn ich das jetzt hier raten müsste, wäre so 22,99. Ganz ehrlich. Deswegen ist das Ladegerät für mich persönlich jetzt hier mal nicht so perfekt. Aber die Größe, die spricht schon für sich. Und ja, deswegen wird es auf jeden Fall mich hier und da mal begleiten, weil das ja wirklich um einiges leichter und kleiner ist als mein jetziges. Gut. Auch wenn ich die Sachen hier bekomme fürs Video, ich bin trotzdem 100% ehrlich, wie immer. So, was haben wir denn hier? Alter, 150 Watt Output. Das ist natürlich sehr stark. Das ist auch mehr als die von Charge, oder? Ich glaube schon. Ich habe, glaube ich, nur 100. 20.000 mAh ist auch sehr nice und 90 Watt Ultra Fast Input. Das ist auch, also das sind auf jeden Fall Daten, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Die sind sehr stabil. So. Und jetzt mal hier die Powerbank an, die vergleiche ich jetzt gleich mal auf eine ganz einfache Art und Weise mit der von Chargeek, die ich jetzt hier habe. So, ich gleich mal hier die Daten nochmal nachgucken. Okay, nee, das ist auch Plastik. Aber irgendwie auf den ersten Blick gefällt die mir von der Qualität, vom Feeling besser als das Ladegerät. So. Okay, dieser. Die, das hier, also die hier ist um einiges leichter als die von Chargeek auf jeden Fall. Da haben wir hier 140 Watt Output hat die. Okay. Und wie viel Milliampere Stunden? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Doch. 24, okay, na gut. Die hat hier Metall an den Seiten. Ah, hier gibt ja viel mehr. Also da ist die hier auf jeden Fall vom Gewicht nicer. Deswegen nehme ich immer nur die mit hier. Was hatten die? Steht gar nicht hier. 130 Watt, hier stehen die Milliampere Stunden. Nirgends noch.
Egal, keine Ahnung. Wirkt auf jeden Fall aber auch solide. Die ist schick. Wo habe ich denn jetzt hier das Gerät? Passt auf jeden Fall an sich gut. Warum die jetzt hier für jedes Produkt verschiedene Farben gewählt haben, verstehe ich nicht so ganz. Sie ist eher so Titan-Anthrazit-Richtung. Hier ist eher so Silber. Fände ich jetzt persönlich cooler, wenn die hier eine gleichbleibende Farbe gewählt hätten. Nur so ein Tipp vielleicht. Wenn es eine zweite Generation gibt, dann Produktline-up, gleiche Farbe, ist cooler. Regt doch dazu an, dieselben Produkte zu erwerben von einer Line von Produkten. Okay, haben wir auf jeden Fall die sehr hochwertigen Kabel. Das Kabel gefällt mir sehr gut. Würde ich prinzipiell auch schön finden, wenn bei dem Ding hier welche dabei wären. Also für 31 Öcken kann das schon durchaus dabei sein, so ins Zwickkabel. Naja, so, hier haben wir auf jeden Fall Output, USB und zweimal USB-C. Jo, Knopf. Oh, 33% hat sie. Gut, kleines Display hier. Naja, da haben wir aber nur die Akkuladung. Da ist Shargeek natürlich mit dem sehr ausführlichen Display immer sehr weit voraus. Was ich gut finde, ist hier die Unterseite. Die wird auf jeden Fall einiges aushalten und die ist schön griffig im Gegensatz hier zu dem oberen Teil. Ja, ist eine simple Powerbank an sich, aber auf jeden Fall cool. Nicht so schwer und relativ kompakt für 20.000 mit drei Ausgängen. Finde ich auch ganz nett. So, haben wir hier jetzt das große Stück. Die hier habe ich mir, als ich mir die Produkte angeschaut habe auf der Webseite, viel größer vorgestellt. Ich dachte mir im Nachhinein dann, als ich sie wirklich das erste Mal in Natura sah, beziehungsweise auch in der Verpackung hier, bin ich eigentlich ganz froh, dass sie nicht so riesig ist. Finde ich besser. Weil diese selbst die hier, nehme ich in der Praxis gar nicht mit, weil die zu groß und zu schwer ist, sondern dann wird es immer die hier, die ja schon nicht klein und nicht leicht ist. So, das ist dann halt so, ja, im Rucksack oder im Gepäck, das ist einfach zu viel. Die hier ist schon ein ganzes bisschen größer als die und schwerer. Gucken wir uns auch gleich nochmal im direkten Vergleich an. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich genau? Die Kuktech Powerbank P-Series. 210 Watt, das ist natürlich krank. Wozu braucht man eigentlich 210 Watt? Das frage ich mich jetzt hier gerade. Also ich lade ja mein iPhone mit 25, glaube ich. Naja, beispielsweise. Und die hat 25.000 mAh. Das ist natürlich eine sehr feine Sache. Okay. Ja, Maximum, also Gesamtoutput 140 Watt Single Port. Okay, gut, das habe ich mir schon gedacht, weil so viel braucht ja auch kein Mensch. Das ist ja der Wahnsinn. Aber kann man direkt eine Steckdose hier draus machen? Also hier steht so viel, das könnt ihr euch gerne selber durchlesen, aber da beteilige ich mich nicht dran. Die Verpackung finde ich sehr nice auf jeden Fall. Aber wir kommen ja hier schon langsam in etwas teurere Gefilde, da will ich das auch hoffen. So. Wir haben ja an sich aber. Oh, auf jeden Fall ein fettes Display. Aber an sich, so vom groben Feeling her, ist es halt der große Bruder von der hier. Der hat auch fast. Aber das ist auch nicht dieselbe Farbe. Warum ist denn das schon wieder eine andere Farbe? Das finde ich lustig. Das finde ich wirklich sehr lustig. Also, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber ein kleines bisschen dunkler ist die hier als die. So, Zubehör. Wir haben eine Pouch. In der Praxis verwende ich persönlich sowas hier nie. Wer haut denn seine Powerbank hier rein? Das schützt ja auch nicht wirklich. Das schützt zwar vor Kratzern, aber so, wenn die runterfällt, knallt die immer noch runter, ohne wirklich Schutz. Das ist so in der Praxis. Das verwest bei mir immer in der Verpackung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir dasselbe Kabel dabei. Das habe ich gerade schon gelobt. Die sind auf jeden Fall hochwertig, gefallen mir und sind auch relativ lang. Meine Bedienungsanleitung, ja gut, warum man die auch immer braucht, ich mir. Das ist eine Powerbank. Warum ist die Bedienungsanleitung so dick? Das ist ja der Wahnsinn. Aber heutzutage braucht man vielleicht auch für eine Zahnbürste eine Bedienungsanleitung. Ich weiß es nicht. So. Seht ihr den Farbunterschied? Nee, den bilde ich mir nicht ein. Die sieht wirklich. Hier sind so ein bisschen mehr goldene Töne drin. Ein ganz, ganz kleines bisschen dunkler. Ah, ja, das sieht man. Wenn man es nicht sieht, dann. Naja, scheiß drauf. So, jetzt sieht man auf jeden Fall die Unterschiede. Also hier. Am hellsten, bisschen dunkler, dunkelsten mit Gold Elementen drin. So, 210 Watt Max, das ist ganz wichtig, dass es hier feststeht. Okay,
Kurzer Vergleich hier. Ja, immer dieses jeweils falsch rum. So ist richtig rum. Okay. Dieselben Outputs im Prinzip. Hier ist jeweils nichts. Hier ist auf dem Boden nicht diese Fläche, sondern einfach so zwei. Was ist das hier? Zwei strichartige Erhöhungen, die so als Standfüße fungieren. Hier wurde sich dann gegen das Griffige entschieden. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu öffnen mit Torx-Schrauben. Warum auch immer. Und haben hier nochmal stehen Airline Safe 88 beziehungsweise 90 Wattstunden. Warum auch immer dieser Unterschied von 2 Wattstunden jetzt da ist, das frage ich mich ehrlich gesagt. Hier haben wir 71,5 und 73 Wattstunden. Hä? Gibt es da 2 Versionen oder was? Keine Ahnung. Jedenfalls beide Airplane Safe. Das ist schön, die kann man im Handgepäck dann lassen. Hier haben wir noch den Unterschied des Displays. Oh! Das ist natürlich heftig. Das ist natürlich heftig. Also hier haben wir im Prinzip, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ähnlich bei den Shargeeks. Hier haben wir auch die ganzen Daten stehen auf dem Display. Kann man gerne, wenn ihr möchtet, das als Overkill bezeichnen. Da ist durchaus was dran. Ich lade jetzt mal einfach eine Powerbank mit einer anderen Powerbank. Und zwar bin ich jetzt auch gespannt, welche Strom nimmt und welche den Strom gibt. Weil in der Theorie ist ja beides möglich. So, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir eigentlich so eine Folie drauf? Nee. Gut. Wir haben hier, das finde ich interessant, ein Output von 100 Watt. Und hier haben wir den Input 85 Watt. Warum entscheiden sich die Powerbanks jetzt, dass die lädt? Das finde ich sehr interessant. Weil die hat auch 100% Strom. Die ist voll aufgeladen. Geil. Ja, und die hat nur 34%. Das finde ich wirklich faszinierend. Aber okay, gut. Dann die mit 34% lädt natürlich die. Das ist natürlich krass. Also hier hat auf jeden Fall gerade jemand eine Ansage gemacht, wer der Boss ist. Und zwar die von CookTech. Weil die definitiv mit ihren 34% die fast volle von Sharky lädt. Das ist stabil. Das ist eine Ansage. Okay, so sieht das aus. Auf jeden Fall auch eine schöne Animation hier. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Und hier das Display. Hier hat man dann auch gerade sehen können, alle Daten, was rausgeht an Strom. Und die haben wir wirklich sehr, sehr detailliert aufgezeigt, wie viel drauf ist. Und zwar 34,39%. Wow. Das ist wild. Okay, hier wurde also jedenfalls bei diesem Modell sogar Sharky noch mal ein bisschen übertroffen, wenn ihr mich fragt, auch mit der Animation. Das ist wild. Ja. Gut. Hier haben wir nochmal die Produkte nebeneinander. Danke auf jeden Fall danke auf jeden Fall an CookTech für das zur Verfügung stellen dieser nicen Produkte. Also ich finde, die Powerbank ist der klare Sieger. Die ist richtig krass, hat heftige Leistungen, geiles Design, auch mit den Displays etc. Die ist ein bisschen standardmäßig, wobei ich nicht mir sicher bin, warum ich jetzt unbedingt für eine 20.000 mAh Powerbank 75 Euro ausgeben soll. Ja, die hat 150 Watt Output, aber da kriegt man auch für die Hälfte des Geldes was, weil mit dem kleinen Display, wo nur eine Akkuanzeige ist, ja, ist jetzt für mich kein krasses Alleinstellungsmerkmal, ehrlich gesagt. Und das Ladegerät finde ich nice. Könnte auf jeden Fall durchaus dieselbe Farbe haben und auch dieselben runden Kanten. Hätte das dieselben runden Kanten und nicht diese wirklich scharfkantigen Kanten und diese hellere Farbe, dass diese Eigenschaften lassen dieses Ladegerät halt einfach viel zu billig wirken. Und für über 30 Öcken, nein. Obwohl ich es wirklich sehr schön finde, 65 Watt gepaart mit 3 Outputs in dieser kleinen Größe. Okay, das Video ist viel länger geworden, als ich wollte, aber ja, wer wirklich sich eines dieser Produkte kaufen will, hat auf jeden Fall eine ausführliche Kaufberatung bekommen. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns zeitnah wieder. Euer Max im Milliampere-Berg.